Mit einem krachenden Hallo begrüße ich euch zu dieser neuen Ausgabe von Schoki Banoki Daily. Ja, heute haben wir den 17. August. Das ist richtig, Sascha. Ja, Christian. Ja, habe ich das Geburtstagskind des Tages dabei. Ja. Kennst du? Was denn? Robert De Niro. Robert De Niro, kenne ich Robert De Niro, ja. Zweifacher Oscar-Preisträger. Yeah. Ja. Sau viele gute Filme gemacht. Ja. In den letzten Jahren, finde ich, nicht mehr so gute Filme gemacht, aber in seinen früheren Schaffenswerken waren das nur Knallerfilme. Kap der Angst habe ich letztens geguckt. Oh. Hast du jetzt noch die Hosen voll? Kennst du Kap der Angst? Weltklasse, der Film. Der Typ, also der Robert De Niro ist ja da so geil. Taxi Driver, es war einmal in Amerika, in den Straßen der Bronx, Goodfellas, Der Pate, aber erst ab der Pate 2. Mhm. Bei der Pate 1 war er nicht dabei. Warum? Weil er erst für Part 2 engagiert wurde. Worden. Gut, sehr gut. Nee, weil in Pate 2 kommt erst die Rückblende von Don Corleone. Vito Corleone. Er spielt ja den jungen Vito Corleone. Ja, Robert De Niro, herzlichen Glückwunsch. Ja, Robert De Niro. Ja. Am 17. August 1896 ist etwas in London passiert, was es bis dahin noch nicht gab. Es hat jemand was gekocht und es hat geschmeckt. Ja, kann auch sein. Na, okay, ja. Das war später. Das war später. In London ja. Wird Bridget Driscoll. Ja. Das ist eigentlich ein bescheuerter Name. Sag mal ganz kurz. Ja, bitte. Bridget Driscoll. Driscoll. Wird ein Todesopfer. Und das gab es vorher auch schon, Todesopfer in London. Aber das erste Du bist hier. Hier ist der Punkt und du bist irgendwo da. Also kannst du jetzt langsam so in die Region kommen. Ja, okay. Also, sie wird erstes Todesopfer durch einen Verkehrsunfall mit einem Auto. 1896. Ja. Ist das passiert? 1896. Erste Verkehrstote der Welt. Ja, erste Verkehrstote der Welt. Bridget Driscoll. Okay. Ja. Am 17. August 1977, ein paar Jährchen später, kennst du Dieter Müller? War das nicht auch ein Fußballspieler? Ja, das war ein Fußballspieler. Es gab Gerd Müller zweimal und Dieter Müller zwischendrin. Dieter Müller und der Hansi Müller gab es auch. Dieter Müller 1977 stellt den Bundesliga-Rekord auf für Tore pro Spiel. 6 Stück hat er geschafft. Echt? In einem Spiel. FC Köln gegen Werder Bremen am 17. August 1977 entstand 7:2. 6 Tore hat er geschafft. Hat er 6 Buden gemacht, ja. Ach, ich dachte immer Lewandowski. Lewandowski ist der. Lewandowski hat 5, glaube ich. Ja, ja, aber innerhalb von 9 Minuten. Das ist egal. Es zählt. Ja. Ne? Aber Dieter Müller hat den Rekord mit 6 Toren. Dieter Müller. Der Dieter. Ja. Das nächste Mal, wenn du bei Public Viewing bist, dann sagst du, pass mal auf, wer hat eigentlich den Rekord der meisten Bundesliga-Tore in einem Spiel? Dann sagen alle Lewandowski. Lewandowski. Sagst du? 5 Stück in 9 Minuten. Ja, genau. Genau so habe ich es eben auch gesagt. Ja. Genau. 5 Stück in 9 Minuten. Ja. Scheiß auf die 9 Minuten, Mann. Ja? Dieter Müller. Dieter Müller. Köln gegen Werder Bremen war das. Ja. 1977. Ja. Das war der 17. August. Ja. Morgen haben wir euch wieder ganz viel unnützes Wissen um die Ohren am 18. August. Wobei, so unnütz ist es ja gar nicht, richtig, wenn du beim Public Viewing punkten kannst. Cheerio, Miss Sophie. Gute. We'll be right back.